Alles klar, Freunde, und weiter geht es in der anderes Welt. Wo kommen wir hier raus? Da, ah, okay. Heißt. Wir müssen legit hier weiter. Leute, ich habe gerade irgendwie Karot gelesen. Einfach so. Vielleicht müssen wir schauen, vielleicht habe ich. Sollte man vielleicht andere Geister mir hoch, also leveln. Wir haben bis jetzt immer nur dieselben gespielt von dem Typus, so mehr oder weniger. Vielleicht haben wir auch bessere freigeschaltet. Ich muss mal da ein Auge drauf werfen. Oh, was geht hier? Habe ich eine Tat verpasst? Kein Sinn. Das hat richtig keinen Sinn einfach. Wie kann man da runterfallen? Bereit? Los. Wo bin ich? Das ist eine Bombe. Fang. Ich bin echt drauf gespannt, wie lang das hier noch geht, vor allem in der Anderswelt. Darauf bin ich echt drauf gespannt. Die Anderswelt. Oh. Okay, hier gibt's halt nicht so viele Geister, ne? So wie in der normalen Welt. Es ist aber geil gemacht, finde ich trotzdem. Es ist dennoch richtig geil gemacht, finde ich. Lol. Oh, da ist eine Dungeon da unten. Krass. Loki, ich glaube, der ist noch Bayonetta. Wenn mich. Doch, der ist noch Bayonetta. Geile Vorlage. So nice. So, aber. Oh, Dr. Kawashima. Gehirnjoggen war cool. Gehirnjoggen habe ich gerne gespielt damals. Oh. Oh je, da ist ein Dungeon wieder. Bis jetzt haben wir noch keine neuen Kämpfe gesehen, ne? Die wir freischalten können. Nice. Ey. Meta Knights? Wie cool die sind! Meta Knights! Keiner weiß. Oh oh, woher kommen die? Oh, alle, was? Sieht mir komplett aus. Bin
Ich, korrekt. Wie cool die sind. Die sind echt cool. Halte den Knopf gedrückt, um mehrfach hintereinander anzugreifen. Moment. Lol. Ampharos! Wie cool. Geil. Oh nein, der Bodenlebenkämpfer. Ich hätte mir das erstmal durchlesen sollen. Scherz. Ja, okay, nicht der ganze Boden, dann passt. So, hast du so viel Kelloggs gegessen oder warum bist du so groß? Oder Fruchtzwerge? Alles nichts gebracht. Hat ein Fokuscode um die Stirn? Wie cool. Pichu. Prismaturm. Magnetilo. Magnetilo. Hey. Warte mal, wo komme ich raus, wenn ich hier unten bin? Yeah. Was? Omega Relay? Curry-Gelage, außer so, Feueratem für Gegner. Was? Omega Relay? Guck mal, das ist jetzt so eine Sache, da würde ich gerne mal gucken, ob wir einen kranken, guten, blauen Geist haben, so. Einen anderen, besseren als Xerneas, sag ich mal. Xerneas. Lass mal Typ sehen. Beziehungsweise lass mal kommen. Bester Rang, bester Rang. Ja, der ist. Nein, Mann, die sind nicht gut. Ich muss sofort sagen, Xerneas. Achso, ja, Xerneas ist schon gestärkt, ne? Legit, ja. Hä, hey, ernsthaft? Haben wir sonst keine 4 Sterne? Oder was? 3? Verwechsel ich gerade irgendwas? Zum Beispiel Omega Ridley war doch gerade Legende auf 4 Sterne. Krass, okay. Schwert dann Elektron, Kapuriki, AC. Ich schwer einfach mal mit Xerneas. Aber der hat eine Carry-Lage. Wir ändern mal. Dann machen wir es im Kampf hier, komm. Anpassen. Was ändern wir? Hat's irgendwas gegen Curry-Lage? Ich hab's. Warte, warte, ich weiß das. Warte, 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 warte. Feuerresistenz könnten wir vielleicht mitnehmen. Oder nee, ich denke an dieses Franken-Badge. Aber wer hatte das? Wer hatte das nochmal? Das war einer der ersten, der das hatte, dieses Franklin-Dings da. GG. Keine Ahnung, Widget. Hm. Was soll's? Lass einfach rein. Lass einfach. Ah, hier, der war das. Der war das. Sebastian. Nice, rein. Omega Ridley sieht aus wie rotäugiger schwarzer Drache. Oder an sich Ridley. Metall rotäugiger schwarzer Drache. Ha, ja. Ernsthaft, ernsthaft, legit. Das ist der. Wie cool. Das ist echt der. Boah, ich hab's verloren. Ich hab meinen Franklin Badger verloren. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Nein, ich hatte den, ich hatte den. Huh? LOL? Wir haben dank der Stage gewonnen. Krass. Wow, der ist brutal. Das ist ein brutaler Geist. Den tue ich direkt mal leveln. Geil. Mother Brain.
Geil, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, oh! Nein! Der sieht viel furchteinflößender aus als die anderen in der anderen Welt. Warte mal, warte mal. Warte mal, jetzt machen wir. Jetzt müssen wir auch mal ausrüsten. Jetzt müssen wir uns auch mal ausrüsten. Und zwar machen wir erstmal Folgendes. Ja, von diesem Weg erstmal einmal, danke, ciao. Erstmal hier freischalten, alles, danke. Oh ja, genau das. Und, oh ja, danke. So, was, wir haben extra Sprung in der Luft, habe ich das richtig gelesen? Egal. Jedenfalls, wir tun jetzt erstmal unsere Geister stärken. Geister! Ja, Mann, genau das, Omega Rally. Mach etwas weniger Katapult anfällig, aber etwas langsamer. Oh, okay. Egal, egal. Mit Snacks stärken. Höchster Level, genau das. 10, 6 Session. Oh, Mau. Okay, cool. Ja, perfekt. Jetzt rüsten wir den mal kurz aus. BD. Ridley. Oh, wir haben ja noch Bison. Den habe ich ja total vergessen. 10-4, der hat mehr als die. Wir können auch legit Bison spielen. Und der hat irgendwas mit Psy-Angriffe. Für Ness und Lukas. Ah, okay, aber Ness und Lukas spiele ich gar nicht. Egal. Was, der hat nur 2 Slots, oder was? Ernsthaft? Ja, tatsächlich, Leute. Okay. Egal. Ist gespeichert, ne? Weiß gar nicht. Lol. Naja, den habe ich schon gespeichert. Anyway, let's go. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon, wer hier ist. Ah, Lucina. Ich hoffe immer noch auf Fuego. Oh. Oh, auf 10.000. Die sind viel stärker als die in der ersten Welt. In der normalen Welt, die in der anderen Welt sind stärker. Lucina, ich bin auch echt gespannt auf Chrom, weil Chrom soll echt gut sein. Ah, guck mal, die sind noch ein bisschen verstärkt, so mit einer roten Aura. Wie ist denn anscheinend jetzt? Was? Warum hat er auf einmal Feuer? Einfach so Boost bekommt. Merkt schon, dass ich ein bisschen langsamer bin mit Tuning. Wegen Ridley. Nice. Korrekt! Sehr schön. Und Lucina freigeschaltet. Sehr cool, sehr cool. Es gibt echt viele Fire Emblem Heroes. Oder, nee, warum sage ich immer Heroes wegen dem Spiel? Fire Emblem Charaktere. Es gibt echt viele Fire Emblem Charaktere. Aber geil, sehr schön. Perfekt. So, dann machen wir hier weiter. Hier, wo geht's denn hier lang? Lol. Quickman. Hast du eine geile Musik? Oh, ich hab grad gar nichts. Oh mein Gott, ich hab gar nicht Ridley und sag trotzdem. Okay, ich merke schon, dass Tunic langsam ist. Einfach so. Obwohl ich den gerade gar nicht hatte. Aber jetzt haben wir ihn. Ridley würde ich echt gerne. Muss. Mann. Ridley ist ein Charakter, den ich gerne spielen würde, oft spielen würde. Fuego ebenso. Mewtwo habe ich damals oft gespielt. So von den neuen Charakteren, sag ich mal. Ja, geht's dir noch gut? Mit deinem Kack-Boomerang? Hey, der nervt. Gott, wie nervig so ein Boomerang ist. Unglaublich, echt.
eigentlich. Okay. Sehr schön. Endlich, endlich. Willi, will's wissen. So. Von hier aus wäre ich gleich einfach direkt. Was? Labyrinth. Lol. Labyrinth. Lol. Keiner weiß. Okay. So, jetzt die Sache. Grey Fox. Jetzt die Sache, da kann man sich rund unten kann man sich teleportieren. Wo komme ich hin? Kann ich mich dann wieder hier zurück teleportieren? Das weiß ich nicht. Normalerweise gibt es sowas gerne, aber ich habe keinen Bock, dann wieder hier hinzulaufen. Deswegen gehen wir gleich in die Alter, wie gruselig. Was macht das für Geräusche? Ich dachte gerade, höre ich richtig Gott? Ist hier jemand? Warum übertreibt die Helfer-Trophäe? Oh mein Gott. Wie nervig der auch noch ist. Diese Helfer-Trophäe nehmen. Dein Ernst? Du musst den auch noch besiegen, oder was? Die Nervensäge. Ach, lol! Ich hab Sheik mit der Helfer-Trophäe verwechselt. Ich dachte so, hä, was geht jetzt ab? Aber ist der Sheik vor mir? Ich dachte schon, hä? Dacht schon, ey, was ist jetzt? Rausgebrettert. Grey Fox. Nice. Okay, annehmen, wie immer. Roy. Jetzt kommen wir zu einer Dungeon. Jetzt bin ich gespannt, wie die Dungeon in der Anderswelt sind. Schloss Dracula? Was? Was? Einfach eine 2D-Map. Ey, wie cool! Was? Wie cool! Was war das, Mann? Pfeilen, fertig, ein Pfeil, es reicht. Fire. Ey, wie geil das ist, Schloss Dracula hier. Kann ich springen? Nein. Was ist das? Ja, jetzt. Okay, interessant. Okay, das wird geil. Ah. Okay. Wow, Hundemann. Die haben das geil gemacht, Schloss Dracula. Die haben Schloss Dracula geil gemacht. Wolf! Der ist cool, der ist cool. Der ist in der Luft stark. Bleib fern von mir mit deinem Feueratem. Stimmt, der kommt mit seinem B kontern, gell? War das so, dass die B auch Projektile kontern? Ich weiß nicht. Ich weiß ja wirklich nicht, keine Ahnung. Aber irgendwas war mit ihm. Außer von seinem Feueratem, ey. Schon nervig.
Lol. Hundemann, wie cool. Hundemann finde ich cool. Carlos Pokémon Liga. Bitte einmal abfallen. Raus mit dir. Oh man. Schloss Dracula, wie geil die das gemacht haben. Warte, ich kann Leiter hoch. Was geht jetzt? Ah. Geil, schaut mal, wie cool. Das ist so, ich liebe sowas. So Kleinigkeiten, ich liebe sowas. So. Alter! Einfach. Bleh. Nightman. Lol. Metal Simon. Ja, ja, mit deiner Peitsche. Ey, ich sag aggressiv. Und dann mit dir. Und nun dann mit dir. Wie gruselig. Medusa. Medusenhaupt, wie gruselig. Merp ist geil für mich. Sollte die Kästen weniger Merp sein. Schneckenlauf. Ah, oh, hilf mir! Ist das eine Bombe? Ja. Ach, gruselig. Dies muss nett sein. So, aber. Ah, okay. Ja, das einmal mit, bitte. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Okay. Einmal hoch. Boah, ich habe Angst. Nein! Nein! Wisst ihr, wie schwer der ist? Nein! Wir brauchen erstmal Feuerbodenschutz. Ich will Immunität. Nicht verringert. Ich muss immun sein. Kein Bock. Macht immun gegen Feuerböden. Genau das. Und dann nehmen wir noch das mit. Und dann das tun wir erstmal speichern. Speichern. Okay. Und dann einmal hier raus. Dann nehmen wir aber Bowser. Damit Link wird es, glaube ich, schwer. Bowser gegen Bowser. I guess it is. Ja, let's go, let's go. Knochenbowser, wie cool! Let's go, jetzt bin ich drauf gespannt, was jetzt hier abgeht. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Knochenbowser Rainier. Niederlage fortsetzen. Cut. Keiner weiß. Oh mein Gott, was war denn das da, Mann? Mich so auf den Kampf gefreut und dann kommt sowas. Was passiert hier? Warte mal, bitte, ja doch. Ey, so bitte ja nicht anfangen, bitte, okay? Bitte nicht so. So nicht.
Das ist doch schön. Freunde, korrekt. Am Ende haben wir noch Knochenbowser befreit. Feuerangriff hoch. Alter, der in Kombi mit Bowser, der ist doch legendär, ein legendärer Geist. Richtig geil. Richtig geil. Das ist cool, Freunde. Lass uns hier Schluss machen, denn im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Und im nächsten Part können wir auch dann Kämpfer befreien. Müssen dann nur die Kanone betätigen. Aber, Freunde, würde sagen, lass uns für jetzt Schluss machen, damit es nicht allzu lang geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und im nächsten Part, wie gesagt, bin ich drauf gespannt, wer dann da ja, sich als Kämpfer versteckt. Danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.